Ein chaotisches Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, übrigens, wenn wir jetzt hier in die Mitte gehen, dann kommen diese Viecher da oben gerade runter und werden uns dann ja, komplett auseinandernehmen. Ne? Deswegen, ja, schieße ich die einfach hier von oben ab und dann kann auf jeden Fall nichts wirklich passieren, hoffentlich. Das hoffe ich mal so. Und ja, im letzten Part haben wir ja den ersten Dungeon betreten. Und warum trifft das jetzt nicht? Und ich nehme übrigens diese Folge direkt nach der letzten auf. Deswegen, ja, kann ich auf nichts eingehen, was im Privattechnischen passiert ist. Oder halt, was in den Kommentaren steht oder sowas, keine Ahnung, ich kann da nichts beantworten. Deswegen, ja, Geduld, ne. Ich wollte einfach mal ein bisschen vorproduzieren, weil... Ich glaube, es tut gut. Ich glaube, es tut gut. Also, können wir den hier überhaupt anzünden? Das frage ich mich gerade. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können ihn nicht anzünden. Oh Gott, Hilfe. Okay, oh mein Gott. Ich brauche unbedingt Leben, ey. Da waren gerade noch Leben, aber ich habe die, glaube ich, nicht genommen. Durch ein bisschen belasten, ne? So, und wir rüsten uns jetzt die Deko. Nein, das machen wir so und dann machen wir so. Genau, da werden wir die wenigstens haben. So, warum man da immer speichern muss, verstehe ich auch nicht. Kein Schimmer. Aber ne, oh mein Gott, hab ich gar nicht gesehen, ey. Okay, das. Okay, den kann man easy angreifen. So, dann machen wir den hier. Und dann zünden wir das andere auch noch an, womit wir dann auch weiterkommen können. Genau, wir sind übrigens direkt hier zum Keller gekommen, bis zum Keller. Und haben ein bisschen was hier erkundet. Und wahrscheinlich machen wir diesen Part den Dungeon hoffentlich zu Ende. Und dann geht es tatsächlich im nächsten Part blind an. Tatsächlich. Weil nach dem Dungeon ist das Spiel für mich tatsächlich blind. Und ja, ich wurde dann da gespoilert. Ich wusste es tatsächlich wirklich nicht. Also tatsächlich wurde ich erst am 1.6., also gestern, wo ich das hier aufnehme jetzt gerade, gespoilert. Und zwar gibt es hier tatsächlich einen... Ja, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen komisch, dass ich das nicht wusste. Aber ich wusste tatsächlich nicht, dass es hier einen ja, großen Link gibt tatsächlich. Also das wusste ich nicht. Ich dachte, hier gibt es nur den kleinen hier, den Young Link. Aber tatsächlich gibt es ja auch ein Adult-Link. Und wir sterben gleich, das ist nicht so gut. Ich muss unbedingt leben, ey, das kann hier nicht so weitergehen. Ich speichere jetzt einfach mal. Keine Ahnung, vielleicht wirkt das ja irgendwas aus. Ich spiele schon speichern, ja. Okay. Noch ein halbes Leben, das ist natürlich nicht so geil. Und jetzt sind wir übrigens hier oben hier. Wenn ihr euch erinnern könnt. Wir waren da unten am Anfang. Und jetzt sind wir hier oben. Ja. So, da kommen wir, glaube ich, nicht rein. Deswegen müssen wir wahrscheinlich das hier einfach schieben. Ja, schieben, genau. Nicht drücken. Dann schieben ist eh gut. So. Deswegen machen wir es mal. Ich weiß halt nicht, ob ich hier. Ich mache es immer wieder so. Jetzt werdet ihr die ganze Zeit dieses Piepen hören, aber. Ein bisschen leid. Ich kann da nichts für. Weil ich habe kein Leben, die ich einsammeln kann. Um das zu beben. Deswegen, ja. So, jetzt ist das hier unten. Jetzt können wir easy hier rüber und auch wieder hoch. Und damit können wir uns diese Fackel hier holen, um danach direkt nach oben zu kommen. Genau, perfekt. So, und die hier müssen wir, glaube ich, dann so machen. Genau. Perfekt. Ich weiß nicht, vielleicht gab es noch eine andere Lösung. Herzen. Aber ich habe tatsächlich keine gefunden. Und hier gibt es tatsächlich Herzen. Oh mein Gott, yes. Wir müssen gar nicht mehr tauchen, Leute. Wir müssen gar nicht mehr tauchen. Oh, nice, nice. Oh, hier hinten gibt es auch noch mal Herzen. Perfekt. Da sind wir wieder voll tatsächlich. Und ich glaube, hier geht es schon zum Bossenkampf, oder nicht? Ich glaube, hier geht es schon zum Bosskampf. Aber ich glaube, dieses Totkopf soll der Bosskampf darstellen. Oder der Boss, nicht der Bosskampf.
Deswegen sind die auch ein paar. Ah, hier sind die Brüder übrigens. Und ich habe am Anfang diesen hier erstmal besiegt. Und danach habe ich den hier besiegt. Das sollte stehen, weil da hat er gesagt, rechts vor links. Und die 1 ist halt das. Das da. Und das sollte jetzt richtig sein, ne? Woher kennst du unser Geheimnis? Und tatsächlich habe ich dann einfach so random erraten. Also, ich habe darauf gar nicht mal geachtet am Anfang, wo ich das Bein gespielt habe. War komisch. Bist du ein Hellseher? Sei es denn, ich werde dir das Geheimnis der Spinnenkönigin verraten. Um sie zu vernichten, solltest du die Früchte des Baumes nutzen. Ein Gegner, der sich nicht bewegt, lässt sich leichter bezwingen. Vergib mir, Königin. Schande über mich. Okay, droppt auch nochmal ein Herz, aber das brauchen wir tatsächlich nicht mehr, weil wir haben viele, viele Herzen bekommen. Deswegen brauchen wir es tatsächlich noch nicht. Und jetzt kommen wir tatsächlich schon zum Boss. Ich hätte tatsächlich auch den anderen Part ein bisschen länger machen können, aber naja, ich wollte jetzt auch nicht auf 30 Minuten strecken, deswegen, ja, egal. Deswegen ist es der Dungeon so in zwei Teile ein bisschen gesplittet, aber egal. Ist, glaube ich, auch üblich. So, und jetzt kommen wir zum Boss. Der erste Boss. Und das ist tatsächlich echt nicht so schwer, wie ich dachte. So, wir drehen erstmal die Kamera. Denn wir müssen einfach gleich nach oben schießen, aber ich will mich noch hier ein bisschen umgucken. Denn ich glaube, hier gibt es auch noch ein bisschen was. Auch ein bisschen Munition, das wir noch brauchen. So. Denn wir brauchen die Munition. Denn ich glaube, ein Boss kommt. Also ich rate jetzt mal einfach mal nur, aber ich glaube, so wie in. Wo war denn das? Ich glaube, Link's Awakening, glaube ich, war das, genau. So wie ein Bosskampf sich da abspielt, braucht man immer ein Dungeon-Item. Das jeweilige Dungeon-Item, um den Bosskampf vernünftig zu spielen. Oder, ja, zu besiegen überhaupt. Und das war, glaube ich, bei Link's Awakening genauso, denn Link's Awakening habe ich wenigstens ja, in Let's Play das so geguckt. So. Zwar nicht ganz, aber. So, hier sind noch ein paar Rubine, die wir noch hier bekommen können. Am Rand. Das habe ich, glaube ich, auch beim Lion-Spielen nicht bedacht. Aber das. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle. Und jetzt können wir den Boss angreifen. Oh, ich wollte eigentlich gerade in den Auge schießen. Denn, wie wir es ja in der Tür gesehen haben, haben wir es ja auch in den Auge geschossen. Und hier müssen wir es tatsächlich genauso machen. Und es ist gepanzerter Spinnenparasit. Goma. So. Dann müssen wir einfach hier ein bisschen angreifen. Und dann passt das eigentlich schon. So, komm her. Genau, hier schon treffen. Nee. Ja, viel zu schnell, ey. Ah, jetzt, perfekt. Also können wir nicht mehr angreifen. Das war's doch schon. Der ist schon tot. Das war der Boss, Leute. Also wirklich ein sehr, sehr leichter Boss. Ich habe keine Ahnung, was er für Attacken macht, weil ich glaube, ich habe ihn einfach viel zu schnell besiegt. Deswegen, der löst sich so komisch auf, dass es auch irgendwie wird. Was war's? Das war der Boss. Krass, ne? Und der Part wird auch ein bisschen größer sein, aber ich möchte eigentlich nicht zum neuen Gebiet jetzt in den Part gehen. Ich möchte schon mit dem, damit neu beginnen. Und wir kriegen einen Herzcontainer. Damit können wir, wie das hier steht, die Energie, das war das, sich um ein Herz, deine Energie wird auch gefüllt. Jetzt haben wir nun ein viertes Herz bekommen. Und jetzt können wir hier aus dem Dungeon herausgehen. Ja, follow. Perfekt. Und wir haben den ersten Dungeon erfolgreich abgeschlossen. Ich hoffe mal, wir haben alle Truhen. Ich habe es leider nicht überprüft, aber ich glaube, da waren auch nur zwei Truhen, die ich übersehen habe beim letzten Mal. Hab dann Link. Stimmt, jetzt kommt das Traurige gleich. Das weiß ich auch schon. Du hast deinen Mut eindrucksvoll unter den Beweis gestellt. Ich wusste, dass du ein meiner Vertrauen nicht enttäuschen würdest. Das ist mein Vertrauen.
Du stehst erst am Anfang deiner Mission. Höre mich an. Ja, natürlich. Wollte nicht unhöflich sein und Nein aber sagen. Höre, was ich sage. Aber ein Diener des Bösen, der aus der Wüste kam, hat mich verflucht. Oh nein. Scandorf, ne? Yeah. Servus, Sachchen. Ich glaube, das ist Epona, wo er drauf läuft, oder? Entweder ich vertue mich gerade komplett und sag den größten Schmutz, was auch den größten Käse auf Erden. Das Böse gibt es. Okay, wir können leise. Ich dachte, das überschränkt jetzt einfach so. Entweder ich sage jetzt hier den größten Käse auf Erden oder. Das ist vielleicht Epona. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, ich spiele es blind, deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt Epona ist oder nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, wer Epona ist. Ich glaube, das ist das Pferd von Twilight Princess. Und ich glaube, von Ocarina of Time auch. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass ein Twilight Princess vorkommt, aber in anderen Teilen habe ich nicht so viel Erfahrung davon. Aber na gut. Das böse Menschengestalt setzt seine diabolischen Kräfte rücksichtslos ein, um Zugang zum Heiligen Reich zu erlangen. In diesem Heiligen Reich ruht das Triforce, ein mächtiges Relikt der Götter, und wartet auf den, der seine Kraft zu nutzen weiß. Stimmt, jetzt kommt die Story, jetzt kommt die Vorgeschichte, wie das Triforce entstanden ist. Genau. Vor tausenden von Jahren. Stiegen drei Götterinnen aus dem Chaos der Zeiten empor. Ich sag nichts dazu. Jetzt kommen wahrscheinlich alle. Das ist doch Chaos-Pirate! Erdien, die Königin der Kraft. Nario, die Götter der Weisheit. Und Mut. Farore, die Göttin des Mondes. Ja. Nee, Farore. Und das sind so komische goldene Statuen, keine Ahnung. Warum das goldene Statuen sind, ich habe keinen Schimmer. Im feurigen Ohren ihres Körpers schufst du unsere Welt. Kommt die immer Kraft, oder? Schon. Nairo, Weisheit. Die Schenkel der Welt, die Gabe der Weisheit. Ja. Farore. Sie spendete Leben und schuf sämtliche Formen des Daseins. Und da kommt das Triforce. Die haben sich zusammengezogen. Als ihr Turm vorne war, zogen die Götter, Götterinnen, edel. Ja. Triforce und Bulle künden noch heute von den Städten, die sie besuchten. Seht ihr, das ist Triforce, eine Zeichen göttlicher Prophezeiung. Seifer? Seiter? Ja. Das Relikt der Götter ruht nun im Heiligen Reich. Und da will Gandalf hin, um das zu bekommen, ne? Oh ja. Niemals darf es dem Teufel aus der Wüste gelingen, die Macht des Triforce zu erringen. Leute, das heißt doch nicht Triforce, das heißt Triforce. Das Triforce. Nie darf der Bösen in seinem Herzen tragt das Heilige Reich übertreten. Der Dämon, der den Fluch auf mich legte und mir die Kraft raubte. Mein Ende naht, das Böse nackt an meinen Wurzeln. Obwohl du den Fluch gebrochen hast, kommt deine Hilfe zu spät. Ich bin zum Stern verdammt. Ach, das war ein Fluch bei ihm. Er ist vorüber, doch traute er ihn nicht um mich. Mein Auftrag war, dich einzuweihen in die Geschehnisse um Hyrule. Du bist des Landes letzte Hoffnung. Link, begib dich zum Schloss. Suche dort die Prinzessin sie teilt dein Schicksal. Nimm diesen Stein an dich. Er war das Begehr des Mannes, der mich mit dem Fluch belegt. Ich glaube, das ist die Ocarina, oder? Nein, ich bin dumm. Aber gleich bin ich auch noch die Ocarina. Oder ist sie? Ich weiß nicht. Das ist das Mutes, ne? Das ist der Stein des Mutes, oder nicht? Das ist sehr grün.
Der Kokiri, ach mein Gott, ey. Der Kokiri ist mein Mann. Der Dekobar hat ja diesen heiligen Stein des Waldes an. Ah, das kommt, glaube ich, auch im Menü vor, oder? Die Zukunft liegt in deinen Händen, Link. Ich weiß, du hast die Kraft. Navi, hilf Link, meinen letzten Willen zu verwirklichen. Ich ersuche dich, Navi, so lebt denn wohl. Und der Dekobaum erstarrt. Und er ist ein normaler Baum geworden. Aber wenigstens seine Augenbrauen und sein Schnauzer und seine Nase noch vorhanden, also. Ja. Du hast die Bewohner des Dekobaums gehört. Nur du kannst Hyrule retten. Lass uns also zum Schloss aufbrechen, Link. Leb wohl. Weiser Dekobaum. Rip Dekobaum an der Stelle. Aber wir können trotzdem noch in seinen Dungeon reingehen, also. Das ist irgendwie weird. Okay. Okay. Dann haben wir's. Hey Link, was hast du getan? Der Dekobaum, ist der tot? Wie konntest du das nur tun? Es ist alles deine Schuld. Okay, ich hoffe mal nicht, dass weitere Nachrichten folgen werden. Es ist immer complicated. Es ist immer so dumm. Egal. Aber wenn. Ich wollte eigentlich noch kurz gucken. Genau. Auf die Karte. Okay. Lohnlohn-Farm. Hylianische Steppe und der Marktplatz. Und Marktplatz sind wir gerade, weil es leuchtet, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht. Könnte sein. Ja, das ist es. Okay, das ist tatsächlich nicht vom Dungeon her. Das ist einfach allgemein. Und ich muss mich jetzt da sammeln. Okay. Interesting, interesting. Okay. Gut, wir haben 10 Rubine dafür, dass ich also nicht für irgendwas im Namen zu kaufen. Deswegen gehen wir jetzt einfach weiter. Und zwar nach da hinten. Denn der Typ ist mittlerweile weggegangen. Und wir kommen nun zu ihnen. Also, wir kommen nun dahin. Und kommen nun hier durch. Und hier war das. Oh, du verlässt uns? Ja, ich muss aufbrechen. Ich wusste, dass du den Wald eines Tages verlassen würdest, Link. Denn du bist anders als meine Freunde und ich. Sicher hast du deine Gründe. Versprich mir, dass wir immer Freunde bleiben, ja? Ich möchte. Ah, das ist die Ocarina. Ich möchte, dass du meine Ocarina an mich nimmst. An dich nimmst, oder so. Jawohl. Die Feen-Ocarina. Sie ist ein Andenken an Salia. Oder Salia. Nee, kannst du sie auf. Oder. Genau. Okay. Ja. Okay, danke schön. Sie bedeutet mir sehr viel. Wenn immer du sie spielst, sollst du an mich denken. Okay, das klingt weird. Ja, also man sieht, dass sie in uns verknallt ist, ne? Dass sie in Link verknallt ist, sieht man auf jeden Fall deutlich. Ja, Link, renn, ja. Einfach rennen, ja. Einfach weg, tschüss. Beim ersten Mal habe ich mich voll tot gelacht an der Stelle. Da dachte ich so einfach so, Junge, Link geht einfach weg, so ohne Danke zu sagen, so. Bruder, du denkst dich so, Alter, tschüss, ne? Hau rein. Sagt nix so und geht einfach weg. So. Das ist unglaublich. Link ist ein sympathischer Mann. Hylianische Steppe. Da sind wir so. Oh Mann, ey. Denkt sich auch nur so, Alter. Geh beiseite. Okay. Und tatsächlich würde ich jetzt hier an dieser Stelle einen Cut beenden und ich sehe gerade auf der Karte. Ach du Scheiße, wie groß das selber reißt, ey. Ich hab den davor gar nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, wie groß der ist. Aber der ist echt riesig. Oh, da ist noch die Uhr. Willkommen, bist du bereit, Link? Ja. Oh Leute, da kommt die Musik. Scheint, dass du die Zeit bekommen bist, dein Abenteuer wieder beginnen soll. Das, was hinter dir liegt, war ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich erwartet.
Doch sei tapfer und verliere nicht den Mut. Folgst du diesem Weg, so gelangst du zum Schloss von Hyrule. Dort sei es dir bestimmt, die Prinzessin zu treffen. Weißt du aber von deinem Faden und wandelst auf unbekannte Wege, so nutzt du deine Karte. Die Orte, die du bereist, erforscht hast, mögen wie von Reißern in deinen Karte verzeichnet werden. Drücke Start, um ins Menü zu gelangen und Z und R, um den Kartenbildschirm einsehen zu können. Auf der Kartenbildschirm findest du außerdem einen Hinweis, welchen Ort du als nächstes aussuchen solltest. Hast alles verstanden? Ja, bitte sag mir das nicht nochmal, weil ich habe keinen Bock drauf. So sei es, setze deinen Weg fort. Wir sehen uns wieder. Bitte sag jetzt nicht, dass es so eine der Tutorial ist. Ich weiß das schon alles, meine Güte. Okay, aber auf jeden Fall am Ende. Also, jetzt ab diesem Bereich hier kann ich das auf jeden Fall gebrauchen. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, das war's auch schon mit dem heutigen Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Schloss Hyrule, Lolo und Farm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut beim nächsten Part wieder ein. Was ist das für ein Ding? Das erfahren wir, glaube ich, beim nächsten Mal. Ich habe Angst. Ach du Scheiße, ich verstecke mich mal lieber. Jetzt kam wieder ein Cup. Es ist überhaupt nicht, keine Ahnung. Ich habe bitte nicht Störungen an, aber es geht immer noch an. Weiß auch nicht warum. Gut. Okay. Ab diesem Moment jetzt hier wird bei mir alles blind sein. Also ab dem nächsten Part wird bei mir wieder alles komplett blind. Ich habe keinen Schimmer. Ich brauche auf jeden Fall sehr, sehr viel Hilfe von euch. Wenn ihr euch mit diesem Game hier auskennt. Und wenn ihr es mögt und regelmäßig spielt. Ich spreche nicht dich an, Mi. Nein. Okay. Oh nein. Stimmt. Ab diesem Moment kann es auch jetzt Nacht werden in Hyrule. Ja, es kann auch jetzt nachwählen. Ich mache jetzt einfach noch Pause, weil ich habe keinen Bock auf diese Gegner. Und wir können so lange einfach unsere Kinder noch ausrüsten. Wenn wir einfach jetzt auf diesen Knopf hier festlegen. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Part. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und ciao.